unserem gemeinsamen Stadtrundgang durch Florenz setzen wir an der Piazza della Signoria mit dem Palazzo Vecchio und der Loggia die Lanze fort. Mit wenigen Schritten erreichen wir die Ponte Vecchio. Sie ist die älteste Brücke in Florenz über den Arno. Die ursprünglich auf der Brücke tätigen Schlachter und Gerber in den Läden wurden 1565 per Dekret von Cosimo I. durch Goldschmiede ersetzt. Die Ponte Santa Trinita ist ein elegantes Bauwerk aus der Renaissance. Circa 200 Meter erreichen wir auf der rechten Arno-Seite den Palazzo Pitti. Der Bau basiert auf einem Entwurf von Brunelleschi. 1550 wurde der Palazzo zum offiziellen Wohnsitz der Familie Medici. Der gepflegte und elegante Boboli-Garten liegt hinter dem Palazzo Pitti auf einem Hügel. Mehrere Erweiterungen und gestalterische Eingriffe führten zu dem heute faszinierenden Eindruck. Der Rittergarten ist ein nett angelegter Rosengarten. Unser Spaziergang führt uns nun wieder zurück in die Ponte Vecchio, vorbei am Mercato Nuovo zur Piazza della Repubblica. In Römerzeit und im Mittelalter war hier das historische Zentrum der Stadt. Der Mercato Vecchio war eine langgestreckte Markthalle. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde unter Opferung historischer Bausubstanz der heutige Platz gestaltet. Durch den Triumphbogen hindurch über die Via Strozzi erreichen wir den Palazzo Strozzi. Der Palazzo ist ein Bauwerk der Frührenaissance und ist in seinem Aussehen mehr eine Festung und Bauwerk. Durch den Hof hindurch erreichen wir nach wenigen Schritten den Ausgangspunkt unseres Stadtrundganges, die Piazza Santa Maria Novella. Auf diesem Platz standen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts über 250 Jahre lang Pferderennen statt. Das letzte Highlight ist die älteste existierende Apotheke. 1221 gegründet als Klosterapotheke, ab 1612 durchgehend als öffentliche Apotheke in Betrieb. Jedenfalls einen Besuch wert. Wenn dir der Clip gefallen hat, teile ihn mit Freunden. Weitere Reiseerzählungen findest du auf meiner Playlist Reisevideos Klipowski.